Dir fällt es sofort auf, dein Kind macht die Hausaufgaben und du merkst es gleich, oh, Fehler um Fehler macht dein Kind bei den Hausaufgaben. Warum du diese Fehler nicht korrigieren solltest und was du stattdessen machen solltest, darum geht es hier heute in diesem Video. Also ich kann es ja schon sehr gut nachvollziehen, dass man den Fokus schnell auf die gemachten Fehler richtet. Denn man will natürlich, dass das eigene Kind die Hausaufgaben auch richtig in der Schule abliefert. Aber weißt du, dieses Video, das hätte ich mir früher schon gewünscht, weil ich war früher auch so. Ich habe auch immer sehr stark den Fokus auf die Fehler gerichtet und war sehr damit beschäftigt. Und es war mir sehr wichtig, dass die Kinder diese Fehler dann auch berichtigen. Aber heute weiß ich, dass das so nicht das richtige Vorgehen ist und deswegen möchte ich dir auch hier dieses Video machen, um dich vielleicht dafür etwas mehr zu sensibilisieren. Also ich finde, zuerst mal scheint es ja total logisch, dass man darauf achtet als Elternteil, dass das Kind eine vollständige und richtige Hausaufgabe mit in die Schule nimmt, weil dadurch hat man ja dann das Gefühl, dass das Kind das auch verstanden hat und das Kind kann das in der Schule zeigen, dass es die Hausaufgaben gut gemacht hat und wird vielleicht auch in der Schule noch dafür gelobt und das gibt natürlich erstmal ein schönes Gefühl und von daher denkt man schon, dass sich das richtig anfühlt, das Kind mit richtigen Hausaufgaben, vollständigen Hausaufgaben in die Schule zu schicken und dafür dann vielleicht auch die ein oder andere Diskussion zu Hause, um die Fehler einzugehen. Aber, und das sollte dir bewusst sein, nur weil dein Kind hier in dem Fall dann vollständige, richtige Hausaufgaben hat, heißt das noch lange nicht, dass dein Kind das wirklich im Kopf abgespeichert hat. Denn das ist nämlich leider selten der Fall. Viel wichtiger ist eigentlich, dass der Inhalt, um den es da jetzt gerade bei den Hausaufgaben geht, dass das wirklich im Gedächtnis deines Kindes abgespeichert ist. Und das schaffen wir leider nicht, indem die Hausaufgaben einfach nur so lange verbessert werden, bis alles richtig ist. Denn, und das solltest du dir bewusst sein, schau mal, wenn du den Fokus so auf die Fehler legst und deinem Kind immer wieder darauf hinweist, schau mal, hier hast du das falsch gemacht, da hast du das falsch gemacht, da hast du das falsch gemacht. Und dann versuch mal so von oben herauf auf euch zu schauen, wenn ihr die Hausaufgaben macht. Was kommt denn da so alles aus deinem Mund raus? Kommt da mehr so das Positive raus oder ist eben dieses Betonen der Fehler besonders im Fokus? Und hier musst du einfach mal überlegen, was das mit dem Selbstbewusstsein deines Kindes macht. Wenn es nämlich immer wieder gespiegelt bekommt, das kannst du nicht, hier hast du einen Fehler gemacht, das ist falsch, dann speichert dein Kind das natürlich ab, die Hausaufgaben sind zu schwer für mich, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Weißt du, du wirkst dann schnell wie so ein Oberlehrer, der jeden kleinen Fehler findet und dein Kind darauf hinweist. Dein Kind speichert ab, ich kann das nicht. Dabei ist es aber häufig so, dass Kinder bei den Hausaufgaben 80 bis 90% ganz alleine richtig machen. Dadurch, dass wir aber den Fokus so sehr auf die Fehler richten, speichert das Kind dann ab, ich kann das alles überhaupt sowieso nicht. Und das wollen wir ja nicht für dein Kind. So wird dein Kind von Hausaufgabe zu Hausaufgabe unsicherer. Vielleicht hast du das auch bei deinem Kind gemerkt, dass es dich dann häufiger anguckt, sobald es schon ein Wort aufgeschrieben hat, schaut es dich dann schon an, um sich Feedback zu holen. Bin ich auf dem richtigen Weg? Habe ich jetzt schon wieder einen Fehler gemacht? Dein Kind wird also von Mal zu Mal unsicherer. Dabei wollen wir es ja eigentlich erreichen, dass dein Kind zunehmend selbstständiger wird und ganz alleine von der Schule nach Hause kommt und die Hausaufgaben macht. Wenn wir aber so den Fokus auf die Fehler legen, werden wir das leider so nicht erreichen. Und eine Sache, die möchte ich dir mitgeben, die finde ich so, so wichtig, was wir uns immer wieder in Erinnerung rufen sollten. Und die Kinder sind ja keine Roboter. Manchmal haben wir so das Gefühl, also wir gehen so davon aus, es muss alles richtig sein. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Also es ist überhaupt nicht wichtig, dass Übungen, Dinge, die dein Kind macht, dass die vollständig richtig sind. So funktioniert doch Lernen nicht. Ich muss Fehler machen, um aus den Fehlern dann wieder besser zu werden. Von daher ganz, ganz wichtig, was ich finde, dein Kind ist kein Roboter, was alles richtig machen muss. Fehler dürfen sein und Fehler sind auch total in Ordnung. Und da möchte ich dir noch eine Sache mitgeben. Vielleicht hilft dir die etwas bei der nächsten Hausaufgabensituation mit deinem Kind oder wenn dein Kind etwas übt. Was dir unbedingt bewusst sein sollte, ein Kind und wir Erwachsenen eigentlich auch, wir können uns immer nur auf eine Sache konzentrieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil dein Kind, das lernt ja in den ersten Schuljahren noch ganz viel. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dein Kind soll vielleicht zu einem Bild einen Text schreiben oder nur einen Satz oder zwei Sätze. Und was passiert jetzt hier? Dein Kind schaut sich das Bild an und denkt sich einen Inhalt aus.
Und diesen Inhalt will es jetzt oder soll es dann natürlich zu Papier bringen. Aber was beobachten wir hier? Wir beobachten zwei Dinge, die für viele Eltern dann kritisch sind an der Stelle und wo ihr komplettes Augenmerk drauf ist, was es aber nicht sein sollte. Denn, pass auf, zum einen ist es so, dein Kind ist jetzt gerade mit dem Inhalt beschäftigt. Es überlegt sich, welchen Inhalt möchte ich aufschreiben, was passt zu dem Bild, was kann ich in einen Text formulieren. Dein Kind hat dann aber keine Kapazität, sich auf die Rechtschreibung zu konzentrieren. Also wie werden die einzelnen Wörter richtig geschrieben? Da ist überhaupt gerade gar keine Kapazität im Arbeitsgedächtnis, dass sich dein Kind darauf konzentrieren kann. Und dein Kind konzentriert sich in dem Moment auch nicht auf das Schönschreiben. Also wenn du dir jetzt denkst, das A ist schon wieder falsch rumgeschrieben, oder warum schreibst du denn jetzt in Druckschrift und nicht in einer Schreibschrift oder wie unsauberlich sieht das überhaupt aus. Aber in dem Moment, und das sollte dir unbedingt bewusst sein, das ist ganz, ganz wichtig, hat dein Kind dafür keine Kapazität. Also wenn es darum geht, einen Inhalt zu schreiben, einen Text zu einem Bild oder soll jetzt zusammengesetzte Wörter aufschreiben oder was auch immer die Aufgabe ist. In dem Moment ist die Kapazität nicht frei. Also dein Kind schafft es einfach nicht in dem Moment, weil wir eben uns nur auf eine Sache konzentrieren können. Ansonsten ist es immer wieder ein Hin- und Her-Switchen und das ist aber enorm anstrengend und das machen Kinder intuitiv nicht und ist auch überhaupt nicht sinnvoll, weil wir sollten in eine Sache abtauchen und die gut erledigen. Aber in dem Moment, wo es auf den Inhalt abtaucht, kann es nicht auf das Richtigschreiben und auf das Schönschreiben achten. Und das sollte dir bewusst sein. Also solltest dann in diesem Moment nicht diese beiden Sachen korrigieren, wenn dein Kind sich eigentlich auf den Inhalt konzentriert. Ja, du kannst es so ein bisschen so vergleichen. Guck mal, du hast ja aus dem Kleiderschrank das schönste Kleid rausgesucht, hast es angezogen und was macht dein Mann? Der kritisiert deine schmutzigen Schuhe. Ja, und so ähnlich, das ist jetzt vielleicht nicht so ein ganz so gutes Beispiel, ich weiß nicht, aber so ähnlich geht es deinem Kind auch. Es hat sich wirklich viel Mühe gegeben, jetzt da einen schönen Text zu formulieren, sich einen richtig kreativen Inhalt auszudenken. Und was machst du? Du kritisierst, das sieht aber nicht schön geschrieben aus. Ja, und das ist so ein bisschen am Thema vorbei und überhaupt keine Würdigung für die eigentliche Leistung, die dein Kind dann gemacht hast und die du gemacht hast, als du dir dieses schöne Kleid ausgewählt hast. Doch natürlich würden wir uns wünschen, und das soll ja auch das Ziel sein, dass dein Kind zunehmend immer mehr oder immer weniger Fehler macht. Wie können wir das denn erreichen, dass dein Kind von sich aus weniger Fehler macht? Hier vielleicht für dich zum Tipp: Bemängle nicht im Nachhinein, sondern stell zu Beginn die Erwartungshaltung fest. Das heißt, wenn dein Kind mit einer speziellen Aufgabe, mit einer Übung, mit einer Hausaufgabe anfängt, dann leg etwas fest, wo du weißt, okay, da hat mein Kind Schwierigkeiten. Es schreibt immer die und die Buchstaben immer noch falsch rum oder es soll heute mal besonders auf die Wörter mit H achten. Je nachdem, was die Aufgabe gerade so hergibt. Formuliere genau klar jetzt die Erwartungshaltung. Ich möchte, wenn du jetzt die Aufgabe machst, dass du dies und jenes dann eben genau beachtest, aber da natürlich auch nicht zu viel, sondern gib deinem Kind genau die Erwartungshaltung mit. Und dann kannst du im Nachhinein, wenn es die Aufgabe fertig gemacht hat, genau auf diese Punkte achten und dann schaust du dir an, wie gut dein Kind genau diese eine Sache beachtet hat, auf die ihr euch vorher geeinigt habt. Hier vielleicht ein kleines Beispiel von mir selbst. Bei meiner Tochter ist es so, ihr fällt das Schreiben nicht ganz so einfach. Also so manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, es artet so in so eine Doktorschrift aus. Und das möchte ich natürlich nicht. Aber trotzdem weiß ich auch, es fällt ihr schwer. Es ist für sie intuitiv nicht so leicht. Und es ist ein langer Prozess, den wir einfach einüben müssen. Und das ist auch in Ordnung. Aber so ist es eben, dass wir uns, wenn sie das jetzt übt, dieses Schönschreiben, also bewusst dieses Schönschreiben, verknüpfen wir nicht mit Richtigschreiben oder irgendeinem Inhalt, sondern wir fokussieren uns da aufs Schönschreiben und dann gebe ich ihr eine bestimmte Aufgabe mit, wie zum Beispiel, wenn du jetzt die Wörter schreibst, dass du versuchst, sie möglichst eng zu machen, weil meine Tochter neigt dazu, sehr breit zu schreiben. Ich gebe ihr also eine bestimmte Aufgabe mit, also ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Erwartungshaltung und dann hat sie eben ihr Repertoire. Wenn du da im virtuellen Klassenzimmer bist, dann kennst du das ja, im Lernraum zum Schönschreiben, dann hat sie da eben ihre gewissen Wörter, die sie jetzt schreiben muss und dann kann sie gezielt darauf achten, dass sie möglichst eng sind. Das ist ganz witzig. Das hat sie dann zweimal gemacht und dann hat sie plötzlich angefangen, so, keine Ahnung, sechs Wörter in eine Zeile zu quetschen. Also hat sie vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das war für sie schön zu sehen, dass sie auch in der Lage ist, von diesem sehr breiten in dieses sehr schmale Schreiben zu kommen, was sie sonst intuitiv gar nicht gemacht hätte. Also von daher für dich die Empfehlung, leg genau einen Punkt fest, auf was dein Kind achten sollte und das kannst du dann im Nachhinein dir anschauen, inwieweit dein Kind das dann auch gut umgesetzt hat.
Wenn du noch mehr Tipps brauchst, wie du mit deinem Kind erfolgreich die Hausaufgaben machen kannst, dann schau auch gerne mal in die Beschreibung. Dort findest du den Link einmal zu meinem Elternratgeber und einmal zu meinem virtuellen Klassenzimmer, was du gerne auch kostenlos testen kannst. Schaust dir gerne mal an, probierst dir aus. Dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.